Es waren einmal zwei Kontinentalplatten, die kamen sich in die Quere. Daraus entstand eine neue Welt, nahe am Himmel. Die Alpen. Die Kamera ist ein Wunder. Die ist entwickelt worden mit Hilfe etlicher Geheimdienste, vor allem amerikanischer Geheimdienste. Sie gilt deswegen immer noch als Waffe. Also wenn Sie diese Kamera außerhalb der USA einsetzen, brauchen Sie Genehmigungen dafür und für bestimmte Länder kriegen Sie die gar nicht. Wer glaubt, in der Einsamkeit allein zu sein, hat noch nie den Piscadou besucht. Wo ist der Piscadou? Südtirol. Naja, schön ist schon. Die Alpen sind schön und das allein reicht nicht. Sie müssen auch schön in Szene gesetzt werden. Und durch diese Kameratechnik, die hier angewendet wurde, durch diese hohe Auflösung, hat man Einblicke. Diese Bilder, die werden einem beim Wandern einfach nicht geboten. Diesen Film zu schauen lohnt sich ganz einfach, weil es diesen Blick von oben noch gar nicht so in dieser Form gab. Wir sehen Gebirgszüge von oben, wir sehen Menschen von oben, wir sehen, wie der Mensch in die Welt der Berge eingreift. Und das kann man vom Boden schlecht sehen. Aus der Luft ergeben sich da ganz neue Perspektiven, die teilweise auch zeigen, wie sich die Berge über die Jahrhunderte, über Jahrtausende entwickelt haben. Und das ist eine Offenbarung, die man nur in diesem Film sehen kann.